Moin Gamer und recht herzlich willkommen mal wieder zu einem Let's Play League of Legends. Ja, ich bin hier in einem Jagd nach Platin Game und spiele wieder mal im Jungle und zwar mit Gragas. Und ja, ich bin jetzt wieder umgestiegen auf als Main Lane auf den Jungle und habe jetzt schon öfter wieder mal Gragas im Jungle gespielt und hatte jetzt in den letzten Games ja so eine Losing Streak von, keine Ahnung, 5 Games oder so. Ich war dann auf 0 Punkten in Gold, hatte da schon 3 oder 4 Spiele verloren. Also ich habe jetzt gerade 17 Punkte. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir jetzt irgendwie wieder weiterkommen oder ob es immer noch so ist, dass wir kein Glück haben mit den Games oder selber rumfailen. Und ja, hoffen wir mal, dass das Team diesmal besser ist als die anderen Tage. Damit wir hier auch ein bisschen eine Chance haben zu gewinnen. Rock. Hekatop. Ich starte einfach beim Grump. Das ist auch gut hier. Rihanna macht uns noch ein bisschen Vision. Ob die da Face checken gehen, ob da irgendjemand ist. I drink you under the table, yes. Wie lange hält die genau? 2,5 Sekunden. Gut. Erstmal hier mit dem Smite auch gleich schon arbeiten, damit man auch gleich hier den Grump Buff hat. Und gut. So, als nächstes skill ich die Q. Damit kann man dann auch immer schön hier so drunter legen, angreifen und warten einfach, bis sie explodiert von selber. Und kann dann so entspannt den Jungle einfach abfahren. Weil mit der W, also ich werde meine W auch durchskillen, macht man so einen mega Schaden, wenn man einen Tank baut. Man ist einfach ein Tank mit übelstem Schaden auf der W. Und das Gute ist ja, früher, wenn man getrunken hat mit Gragas, konnte man ja nur auf der Stelle stehen und nicht weiterlaufen. Und jetzt wurde es ja so verändert, dass man sich ja bewegen kann. Also man kann nach vorne laufen, wenn man was getrunken hat. Das ist schon ziemlich useful. Putz. Also beim Rap-Buff sieht das jetzt immer so aus, als ob das übel close ist. Aber mit dem Smite kriegt man so viel Leben wieder dazu, dass es eigentlich gar nicht so close ist, wie es aussieht. So, ich kaufe mir jetzt auch hier das blaue Item, blaue Jungle-Item. Ich finde, man könnte auch noch das Lilane bauen und hätte dann halt einen schnelleren Jungle-Clear-Speed. Aber ich finde, mit dem blauen kommt man eigentlich auch ganz gut klar, kann man die Gegner slowen. Und das ist so ein bisschen aggressiver, würde ich sagen. Das kann bei Ganks manchmal schon ganz hilfreich sein. Oder wenn Gegner ganz low sind und einfach niemand irgendwie drankommt und man dann mit dem Smite den Kill securen kann. Das macht zwar nicht viel Schaden, aber in manchen Momenten hat das schon mal geholfen. So. So, nice. Ich habe sie auch noch gerettet, dass er hier nichts machen kann. So läuft das doch. Schön mit der Bauchramme weggehauen, den Jungen. So, ich habe jetzt einfach auch mal meinen Flash-Body-Check gemacht, damit der Kill auch wirklich safe ist.
Weil die meisten können so schnell gar nicht reagieren, wenn du da mit der Flash-Bauchramme kommst. So, ich hole noch die Krabbe. Putz, putz, putz. Und putz. So, ich kann mir jetzt hier das Item holen, was hier so wie ein Sunfire Cape ist. Den Cinder. Und kann ich das, ja, mit 400 Gold, ja genau, 400 Gold. Zum Zinderhulk ausbauen. Nice. Sie hat das Binding gedodged. Ah, die kommt weg. Da hat die Morgana gefailt. Stacks, 6. Minute. Also der hat schon wieder ziemlich viele Stacks. So, ich stelle mich jetzt hier hin, bekomme ich noch ein bisschen Erfahrung von der Midlane. Hm, hat die mich gesehen? Weil ich gerade da so dumm gelaufen bin. Ja. Ja. Brauche ich gar nicht versuchen. Hat ihr Black Shield benutzt? So, ich warde hier nochmal für die Orianna. So, Krabbe holen wir uns auch. Ah, alleine kann ich den nicht töten. Gut, ich könnte gleich mal Botlane ganken gehen. Wenn ich dann Ulti habe, dann könnte ich da, glaube ich, was machen. Oh, er hat auch schon Ult. Gut. An, geh mal rein, Junge. Der ist tot. Nice. Good job. Kann man ja die Leute auch mal loben. Oh, Botlane ist tot. Oh, kommt er noch weg? Oder flayt er? Oh, er hat's gefällt. Oh, leider habe ich keinen Mana. Schade, mit Mana hätte ich da was bekommen. Bis jetzt sind hier die Jungler, die alles machen, um hier Kills zu bekommen. Der Hecarim hat auch einmal jetzt Botlane gegankt, da hat die Botlane auch einen Kill bekommen. Ich habe einmal Mitte, einmal Toplane gegankt, haben beide einen Kill bekommen oder Assist. Oh ne, sie hat gar keinen Assist bekommen. Lul. Wir haben aber gerade auf dem River haben wir gute Wards. Ey. What? So, ich meine nur die Krabbe. Wow, die hätte das fast gejuckt. Zack und zack.
So. Sie hat dann jetzt auch den Blue bekommen. Eigentlich wollte ich den haben, aber wenn sie schon so kommt, dann kann sie den ruhig haben. Oh. Damn, die war gefailt. Die Ult. Ja, ich geh back. Schade, ich dachte, die sind ein bisschen schneller, dass sie direkt da reinlaufen, aber... Nö, nö. Waren sie dann doch nicht. So, wer hat den Kill bekommen? Okay, Orianna. Das ist doch nice so. 94 Farm hat der Malphite. Der ist gut dabei vom Farm. Die Orianna, der Farm ist okay. Ist zwar nicht so überragend, aber lässt sich sehen. Oh, der Hekarim hat 50 erst mehr als ich. Ist aber ein Level unter mir. Also, als man ihn das letzte Mal gesehen hat. Ja, ist immer noch ein Level unter mir. Ich komme. Euch. So, Freunde. No. Bin tot. Ah, okay, sie hat mich getötet. Aber Orianna hat sich jetzt auch umgebracht. Na, okay, sie überlebt. So. Ich gehe jetzt als nächstes auf Righteous Glory. Dann haben wir noch einen besseren Engage. Oh, unsere Vayne steht 0-2. Die muss jetzt erstmal wieder ins Game reinfinden. Weil im Late Game ist sie halt richtig stark. Und wenn sie dann ein paar Kills bekommt, dann müsste das eigentlich auch wieder laufen. Also ich smite den jetzt nicht, weil ich den Drake machen möchte. So. So wie es aussieht, haben die hier keine Vision. Oder doch, der Bash kommt. LOL. Ah, damn. Schade. Ah, ich dachte, das Binding trifft mich nicht. Oh, die Vayne ist so behind. Kriegt so viel Schaden. Nicht gut. Yeah, yeah.
Booster. Oh, das. Noch ein Fight. So. Komm hier ran, Jung. Okay, das ist zu schnell. So, ich habe jetzt zu Recht einfach den Hekarim ignoriert und bin auf den ADC gegangen, weil den hätten wir eh nicht so schnell da umbekommen. Kann man lieber dann die Kate fokussen. Zack und putz. Die Vayne ist so mega bad. Die macht einfach, wie gesagt, keinen Schaden und dann diesen Threshold hätte sie dodgen müssen, um den Kill zu bekommen. Hat sie leider auch verkackt. Wir müssen dann halt über Orianas Schaden kommen, über Malphites Schaden. Und hoffen, dass unsere Vayne irgendwie wieder ins Spiel zurückfindet. Oh mein Gott. Good job. Das war Get Wrecked, würde ich mal sagen. So, ich kann mir jetzt erstmal Righteous Glory holen. So, wie viele Assists und so. Ja, der Hekarim hat jetzt 5 Kills da mitgeholfen oder hatte Killbeteiligung. Und ich habe jetzt schon bei ein paar mehr Kills Killbeteiligung gehabt, nämlich bei 9 schon. Jo, sehe ich auch gerade. Ja, da hätte ich vielleicht bleiben sollen. Vayne. Oh, yeah. Wann respawnt er in 8 Sekunden? So, ich sorge mal wieder für Vision hier durch die Krabbe. Weil machen können wir ihn jetzt nicht. Ich habe keinen Smite, das wird zu risky.
direkt ist tot. Alter, hat die sich ernsthaft vom Binding treffen lassen? Ja, den müssen wir wahrscheinlich fallen lassen. Oh Gott. Ah, schade. Ah, unsere Botlane hat halt so hart verkackt, das ist so richtig schwierig, irgendwas zu machen ohne den Malphite. Ich hätte da gerade nicht reingehen sollen, ich hätte den einfach fallen lassen sollen. Aber unser Late Game ist eigentlich nicht schlecht. Nur unsere Vayne ist halt nicht so prickelnd. Drücken wir es mal so aus. Ist tot. Wahrscheinlich. Ja. Double kill. Your team has destroyed a turret. Ich weiß gar nicht, warum habe ich mir eigentlich das blaue Trinket geholt? So, noch eben den Grumper holen. Mein scheiß Sunfire.
Aber das Unfaire ist, man kann Hekaris Ulti nicht abbrechen. Man kann ihn nicht irgendwie wegkicken oder sonst irgendwas. Er ist einfach immun gegen CC-Spells. Da kann man mal dem ADC nicht so gut helfen. So. Möchte auch den Speed. So. So, wenn ich mein Smite jetzt wieder abhalte, dann spare ich mir das auch für den Drachen. Damit wir uns den sichern können. Mein Ping geht gerade hoch, sehe ich gerade. Okay, aber steigert uns nicht so hoch. Oh boys. Nein. Ach komm. So close. Wow. Ist er wirklich so behindert und hat sein Pinkort jetzt dahin gestellt? Die haben den zweiten Drake, ne? Ja. Ah, das ist so ekelig. Wir verlieren jetzt einfach ständig den Drachen. Alter, komm. Oh, mein Gott. Komm, wir haben so harte Tanks. Warum? Geht doch einmal scheiß Objective orientiert. Ich hasse das immer. Hätten alle geholfen, hätten wir den Baron bekommen. Aber jetzt können wir den nicht mehr machen. Na, so ist fast 600 Stacks.
WTF. Müssen sie jetzt einfach nur lange in der Mitte halten. Und wir müssen weg. Wow, und ohne unsere Vayne kriegen wir ganz schön auf die Fresse, muss ich sagen. Oh, und er stackt immer schön weiter. Langsam müsste doch auch der Drache wieder respawnen. Let's get this party started. Oh, der ist 2 Level über mir. Warum? Oh, wahrscheinlich wegen seinen Kills, die er mehr hat. Euer Vayne, das ist keine gute Idee, da alleine hinzugehen. Und dann als Erste. Boys, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Alter, da haben wir den Fight aber noch gewonnen. Oh, dieser Nasus, ne, der ist so nervig. Jetzt bringt nochmal der zweite Drake. Okay, machen wir 15% mehr Schaden an Gebäuden.
Okay, das war nice. Ah, ich muss hier weg. Ah, damn. Was ist das schon wieder für eine Ult von der? Wow. Was ist denn das, Vayne? Alter, du bist so scheiße. Wie viel steht die jetzt? 7-12. Oh, das Ekelige ist, es hängt jetzt davon ab, ob wir gewinnen, wie gut sie spielt. Das ist ätzend. Das denken sie doch alle, dass sie Double Lift werden. Oh. Dieses Game ist stressig. We got it. Die Calls vom Gragas, so gut. Ich dachte schon, da kommt ein Hook, deswegen habe ich mich da so hingeäht. Oh, dass die immer stehen bleibt. Oh, nice. GG. Meine Losing Streak hat ein Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch dann gefallen, auch wenn ich nicht so viel geredet habe, weil ich ziemlich konzentriert war. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und schaut doch öfter mal auf meinem Kanal vorbei. Tschüss und bis nächstes Mal.